und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Endlich kommt mal wieder ein Video von mir. Ich habe jetzt eine kleine YouTube-Pause gehabt. Das letzte Video, das ich hochgeladen habe, war schon vorgedreht. Zum einen liege ich seit 2 Wochen schon flach im Bett und bin immer noch erkältet. Und ich schreibe auch in 1,5 Wochen meine erste Zwischenprüfung, meine schriftliche. Und da wollte ich mir jetzt natürlich mehr die Zeit dafür nehmen, aber wollte YouTube auch nicht so vernachlässigen. Und deswegen kommt heute ein Primer-Call. Ich habe es diesmal geschafft, wirklich, ich habe es durchgehalten, meine Primer-Tüten nicht auszuräumen. Aber jetzt wird es Zeit, weil ich kann das nicht mehr in meinem Zimmer rumstehen sehen. Und deswegen kommt das Video heute und ich würde sagen, let's get started! In den Tüten ist jetzt nichts sortiert. Ich fange jetzt einfach mal bunt gemischt an. Aber die Verkäuferin hat mir, ganz schlau wie sie war, ich habe mir bei Primark so einen Korb gekauft, in so einen Rose Gold Style. Da hätte ich mir eigentlich gleich mehrere mitnehmen sollen, weil die echt schön sind. Für, ja, das steht jetzt fürs Bad, für Bad, Office oder Kitchen. Weiß auch nicht, wo ich es hinstellen werde, aber das fand ich irgendwie ganz schön. Das hat jetzt 6 Euro gekostet. Und da hat sie mir ein paar kleine Sachen rein. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal mit denen an. Und zwar habe ich mir einen Haarturban zum einen mitgenommen. Der hat 3 Euro gekostet. Das kennt wahrscheinlich jeder und das benutze ich auch super gern, weil meine langen Haare, früher habe ich es nicht super gern benutzt, weil da haben meine Haare immer nicht reingepasst. Aber jetzt bei meinen kürzeren Haaren wickele ich die immer schön hoch und dann bleiben die in dem Handtuch gut drin. Und ich denke, die haben auch einen Knopf, genau, und dann hält es und fällt nicht die ganze Zeit runter. Deswegen habe ich mir einmal das mitgenommen. Dann habe ich für die Haare noch ein paar Sachen mehr mitgenommen. Ich weiß nicht, ob in den anderen Tüten auch noch was ist. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was ich mir alles gekauft habe. Zum einen mal so ein Duttkissen. Ich mache ja mal einen Dutt, wenn ich ihn immer so richtig groß voluminös haben will, topiere ich ihn immer mega ach und lege ihn dann einfach um sich rum. Aber ich wollte mal das mit so einem Duttkissen ausprobieren, wie das aussieht. Und das hat nur 1,50 gekostet. Da hat es auch nicht diese Standardkissen gegeben, die wohl ein bisschen kleiner sind, sondern entweder so ein großes oder dann gleich wieder so ein mini-kleines. Und deswegen habe ich mir mal das große mitgenommen. Vielleicht sieht der Dutt ja doch ganz gut aus, auch wenn das Duttkissen so groß ist. Dann habe ich mir ein Haarband mitgenommen. Das sieht man ja immer bei vielen YouTubern wie der Marin Wolf oder so. Die haben ja sowas immer gern an. Oder das ist die Sarah Harrison. Und ich wollte auch so eins, schon mega lang. Finde ich richtig cool und es ist jetzt so ein, ja, graues Muster mit Blümchen, glaube ich, drauf. Ich habe es mir gar nicht so genau angeschaut. Es hat 3 Euro gekostet und es fand ich ganz cool. Das gibt es beim Primark in ganz vielen verschiedenen Variationen, aber ich habe mir jetzt erstmal nur eins mitgenommen, weil ich gar nicht weiß, ob es mir steht und ob ich es dann überhaupt oft tragen werde. Und deswegen habe ich es jetzt mal auf eins beschränkt. Dann habe ich mir ein Body Spray mitgenommen, das heißt Tease. Hat 4 Euro gekostet und ich muss sagen, es riecht nicht schlecht. Ich habe gedacht, ja, komm, nimmst du einfach mal mit. Ich habe gar nicht so arg dran gerochen. Ich rieche jetzt auch nicht so viel, aber es riecht richtig schön fruchtig. Es riecht auf jeden Fall sehr gut und erinnert mich auch ein bisschen an diese Victoria's Secret Body Sprays. Da hatte ich früher auch immer welche, aber die sind mir irgendwie zu teuer. Und ja, so Body Sprays finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn man nicht den ganzen Tag so mit Parfüm oder so rumlaufen will. Finde ich sowas auch mal ganz cool. Falls sich meine Stimme zwischendrin ein bisschen so anders anhört, das liegt einfach daran, dass ich noch mega auch einen Schnupfen habe. Und ich versuche das dann ein bisschen zu übertönen. Aber ich habe mir für die Haare auch noch ganz viel anderes Zeug mitgenommen. Haargummis und Haarnadeln habe ich mir mitgenommen. Das werde ich alles ein bisschen schneller machen, weil das sind so Sachen, die kennt man vom Primark. Dann habe ich mir ein Pack verschiedener Wimpern mitgenommen. Ich bin jetzt zurzeit irgendwie auf diese Schiene gekommen, ein bisschen öfter falsche Wimpern zu tragen. Und da habe ich mir einmal die Full Lock, die Volume, die Sultry und die Define Wimpern mitgenommen. Manche denke ich mir jetzt im Nachhinein, warum habe ich mir die mitgenommen. Aber ich wollte es mal ausprobieren, wie die von Primark sind. Und deswegen habe ich mir halt von jeder Sorte eins mitgenommen. Dann habe ich mir die Cleaning Pads mitgenommen. Da habe ich auch noch in irgendeiner Tasche 3 oder 4 Packs Abschminktücher, weil ich die auch von Primark über alles liebe. Und dann noch vom Schmuck her habe ich mir Ohrringe mitgenommen, diese großen in Gold, obwohl ich eigentlich Silber, wenn ich sie jetzt so sehe, schöner fände. Die haben 2 Euro gekostet. Und dann noch neue Schwämmchen für mein Make-up, weil mein eines habe ich mal durchgeschnitten und es war echt eklig. Weil es war schon ein bisschen älter und dann habe ich mir gedacht, schneide ich es mal durch und es war von innen nicht gerade schön. Aber ich würde sagen, wir machen gleich weiter, weil ich habe ja noch ganz viel anderes Zeug. Ich habe mir noch einen Schlüsselanhänger mitgenommen,
So ein M für Marco. Da hat es auch kleinere gegeben, da hat es aber kein M gegeben, deswegen habe ich das große mitgenommen. Ob ich es an meinen Schlüssel hinmachen werde, mal sehen. So, dann habe ich mir einmal Badelatschen mitgenommen. Ich will die so zum Homestyle-Chilling anziehen. Und zwar sehen die so aus, sind jetzt gerade verkehrt rum, aber ich kriege sie gerade nicht anders hin. Der Gummi ist da so komisch rumgespannt. Die haben 5 Euro gekostet und die fand ich voll cool. Und die stinken jetzt auch nicht so arg nach Chemie. Und mal schauen, ob man gut in denen laufen kann. Ich habe manchmal gute Erfahrungen mit Primark-Schuhen, manchmal aber auch schlechte, deswegen werden wir sehen. Dann habe ich mir für den Sommer einmal einen Jumpsuit mitgenommen. Der sieht so aus. Von vorne ist der ganz hochgeschnitten und hinten ist der ein bisschen rückenfrei. Wobei ich meinen Rücken eigentlich nicht mag, weil ich viele Narben am Rücken habe. Aber den habe ich mir jetzt trotzdem mal mitgenommen. Der hat 6 Euro gekostet und den fand ich ganz schön. Dann habe ich einmal einen Crop Top. Die Crop Tops bei Primark sind ja immer richtig geil. So sieht es von hinten aus und so ganz normal von vorne in so einem Olivgrün. Das habe ich mir auch noch in Rot mitgenommen. Dann habe ich mir auch noch in Olivgrün so ein längeres, chilliges Oberteil mitgenommen. Das hat hinten am Rücken so einen leichten anderen Stoff. Ich weiß gar nicht, das sieht man jetzt, glaube ich, ganz schlecht in der Kamera. Das fand ich ganz schön. Das hat 6 Euro gekostet, so zu einer Legging oder so zum Chillen einfach. Dann habe ich mir eine Bauchtasche mitgenommen. Ich liebe zurzeit Bauchtaschen und ich wollte einfach mal so eine Rose Goldene. Die schaut jetzt aus wie diese Badelatschen, wo ich mir mitgenommen habe. Die hat 8 Euro gekostet und ich hoffe, die passt gut. Weil ich habe mir eine letztes Jahr im Mallorca-Urlaub gekauft, in schwarz, aber ich glaube, die habe ich irgendwie verloren. Finde ich irgendwie nicht mehr. Dann habe ich mir, wie gerade schon gesagt, so ein paar Packs Abschminktücher mitgenommen. Dann habe ich natürlich, das darf bei mir nicht fehlen, aber ich bereue es eigentlich jedes Mal, eine Trinkflasche mitgenommen, weil ich jetzt Sport machen will und Shakes trinken will. Und da habe ich einen neuen Shake gebraucht, obwohl ich 10.000 Stück habe. Habe ich halt jetzt noch einen. Der hat übrigens 4 Euro gekostet. Dann machen wir mit der nächsten wieder weiter. Da kann ich ein bisschen schneller machen. Und zwar habe ich mir von den normalen Primark-Hosen, die Super Highways Skinny, 2-mal die schwarze mitgenommen, Größe 36, weil die für die Arbeit sind. Ich brauche für die Arbeit einfach Hosen, die, wenn Farbe drauf kommt, da, dass ich nicht weinen muss. Dann einmal in schwarz eine Legging. Auch in, nee, die habe ich in Größe 34, dass sie ein bisschen enger sitzt und nicht so locker. Davon habe ich mir auch 2 mitgenommen. Dann Socken in grau, schwarz und weiß. Die werde ich dann auch nicht mehr so genau zeigen. Das muss ich hier mal kurz durchwuschen. Abschminktücher nochmal. Graue Socken. Dann einmal Feinstrumpfhosen. Die haben 4 Euro gekostet. Einmal habe ich mir noch ein 3 Euro graues Shirt mitgenommen, auch für die Arbeit. Ich denke, jeder, wo Friseur es kennt, ist, da kommt einfach so schnell mal Farbe drauf und deswegen einfach ein bisschen so basic Sachen. Nochmal eine schwarze Legging, ein schwarzes Top. Dann zum Schlafen gehen habe ich mir so ein cooles, das hat 10 Euro gekostet, so ein cooles Schlafhemd mitgenommen, weil ich es hasse, nur ein T-Shirt zu schlafen. Ich brauche mal irgendwas über den Po. Und deswegen habe ich mir das mitgenommen. Dann noch zum Schlafen gehen so ein bisschen ein schöneres Nachthemd. Und zwar sieht es so aus. Das ist oben so mit Spitze und geht dann mit solchen Blümchen nach unten. Fand ich auch ganz schön. Hat 9 Euro gekostet. Und dann kommen noch 3 Oberteile. Einmal habe ich mir einen Puschi gekauft, weil ich wollte mal wieder einen pinken Puschi. Dann noch Oberteile, und zwar einmal das nochmal, in solchen, so ein Rot-Orange. Dann eine wunderschöne Bluse, ich freue mich, wenn ich die im Frühling endlich anziehen darf, mit solchen Blümchen, die ist auch ein bisschen crop, die fand ich so schön und die hat 8 Euro gekostet. Und dann habe ich meine Mama noch ein bisschen verarscht, und zwar mit mir einen Minirock gekauft. Schön, oder? Schau ich bestimmt richtig nuttig aus. Nein, Spaß, natürlich ist es kein Minirock, sondern so ein Bustier. Oberteil fand ich auch ganz cool, so eine High-Waist-Short oder so. Und deswegen habe ich mir das noch mitgenommen. Und jetzt kommen wir zur Tüte 3. In der Tüte Nummer 3 befindet sich zum einen eine richtig geile Jogginghose. Die hat, glaube ich, 5 Euro gekostet. Nein, 11. Gina. Ich habe einfach viel zu viel Geld ausgegeben. Und die fand ich einfach richtig cool. Die geht einfach ganz normal weit runter. Hat solche weiten Beine und ich brauchte einfach mal wieder eine Jogginghose, um daheim einfach zu chillen. Einfach chillen. Dann habe ich mir 3 Paar für 5 Euro solche, ja, diese Leggings, wo man unter einen Rock oder so anziehen kann. Ich hoffe, die sind nicht so durchsichtig. Da gab es so verschiedene Anzahlen und ich wusste nicht, was da was ist.
Dann einmal eine graue Leggin, die hat auch 4 Euro gekostet. Dann ein Federmäppchen für 3 Euro für die Schule mal wieder so ein neues, wo einfach nicht so viel reingeht, weil ich hasse große Federmäppchen, das kann ich gar nicht leiden. Dann nochmal solche Volumenwickler, ein bisschen größer, die haben auch 2 Euro gekostet. Dann kommen wir nochmal zu 3 Hosen. Und zwar einmal für den Sommer so eine chillige, kurze Hose. Die ist aber ein bisschen durchsichtig. Mal schauen, wie ich die kombinieren werde oder anziehen werde. Aber die fand ich irgendwie ganz cool. Und die hat, glaube ich, da steht nirgends ein Preis. 8 Euro hat die gekostet. Mann, das war alles irgendwie voll teuer. Ja, ich habe viel zu viel Geld ausgegeben für Primark. Wir nähern uns dem Ende. Ich habe einmal noch 2 Pack Strings mitgenommen. Die haben beide jeweils 4,50 gekostet. Nein, die haben auch 7 Euro gekostet. Die sind ja voll teuer. Mann, ich dachte, die haben alle 4,50 gekostet. Dann eine Leggin mit so einem Bund noch, weil ich die auch in letzter Zeit richtig cool finde. Nochmal weiße Socken. Dann habe ich mir nochmal so Hair Wraps gekauft. Das sind solche Haarbänder, die man rummachen kann, um sie zum Beispiel besser zu schminken. Dann kommen wir noch zu einem Oberteil und dann noch 2 Hosen. Das Oberteil fand ich auch richtig schön. Hat 4 Euro gekostet. Nein, 5. Also in Größe 34 und das fand ich echt schön. Und dann noch 2 Jeanshosen. Und zwar einmal nochmal so eine Super Highway Skinny, aber diesmal in Blau. Auch in Größe 36, weil 34 ist zu eng, da meint man. Ja, sieht einfach nicht gut aus. Und dann habe ich mir noch die Highway Skinny Hose mitgenommen. Das ist eine richtige Jeans. Nicht so eine, ja, Jacking, sondern eher Jeans in 36 und die ist auch ganz normal schwarz. Ich liebe schwarze Hosen und die ist am Ende so ausgefranst. Sieht man das in der Kamera? Genau. Ja, und das war mein Einkauf. Das Video geht gerade bei meiner Kamera 17 Minuten. Mal schauen, wie viel ich rausschneiden muss und wie viel dann vom Video noch übrig bleibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Es wird bald ein Video über unsere ganze Wohnsituation kommen. Dann wollen wir vielleicht eine Roomtour drehen, wenn das Haus noch nicht eingerichtet ist. Dann, wenn meine Zwischenprüfung rum ist, wird ein Video über meine Friseurausbildung kommen. Und wenn ihr weitere Wünsche habt, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.